Also es ist wirklich hoch einzuschätzen, dass es gelungen ist, die GDNA zum ersten Mal ja letztlich hier ins Saarland zu holen. Und das ist natürlich auch ein großer Erfolg von Professor Walster, der das möglich gemacht hat als Präsident, aber auch durch seinen wissenschaftlichen Schwerpunkt hier im Saarland. Ich glaube, das ist schon der wissenschaftliche Ritterschlag für das Saarland. Denn wir haben immer gesagt, wir wollen natürlich mal zur Schau stellen, was das Saarland auch zu bieten hat. Denn ich meine, das Saarland hat das verdient nach all den Anstrengungen in den letzten Jahren in der Wissenschaft. Und das hat sich auch, soweit ich das sehe, bewährt. Und das Saarland ist ja ein wirklich in der Welt bekanntes Informatikland. Mit Spitzenleistungen, mit Spitzenpreisen, die saarländische Wissenschaftler, Informatiker bekommen haben. Und ich finde, dass das Saarland genau der richtige Standort ist. Ja, für mich persönlich in meiner Funktion als Präsident dieser Universität ist das wirklich ein Highlight, dass diese große Versammlung in diesem Maßstab hier an unserer Universität am Campus Saarbrücken im Bereich des Informatics-Campus stattfindet, ist eine tolle Sache für die Universität, für den Standort und für das Saarland. Das Geheimrezept der GDNA-Veranstaltung ist es ja, dass wir einerseits interdisziplinär arbeiten, das heißt diese Vielfalt der gesamten Naturwissenschaften und Techniken und der Medizin, darf man nicht vergessen, hinzunehmen, aber immer unter einem Generalthema. Das heißt, wir haben ein horizontales Thema, was dann sich in den einzelnen Wissenschaften niederschlägt. Und das war ja hier die Digitalisierung. Und die Digitalisierung ist natürlich etwas, die passt zum Saarland. Und in diesem Vortrag will ich deutlich machen, dass wir eigentlich beides brauchen. KI kombiniert eigentlich diese beiden Ansätze. Ich werde nämlich reden über digitale Daten mithilfe digitaler Computer eben verstehen. Der Vorstandsrat der GDNA auf Vorschlag des Vorstandes hat beschlossen, Frau Payer-Imhoff im Rahmen dieser 130. Versammlung unserer Gesellschaft die Alexander von Humboldt-Medaille zu verleihen. Wie Sie wissen, wird diese Medaille seit 2010 an Persönlichkeiten verliehen, die durch ihr Engagement wesentlich zur Entwicklung der GDNA beigetragen haben und sie stetig fördern. Digitalisierung ist ein Hype-Thema und wir haben gestern in dem fulminanten Vortrag von Kollegen Walster gehört, wie sich KI entwickelt hat über die Zeit. Aber auch die Digitalisierung hat sich über die Zeit entwickelt. Man muss sich fragen, warum ist jetzt Digitalisierung eigentlich so in aller Munde? Warum nicht schon vor 10 Jahren? Da haben wir doch auch schon Digitaltechnik verwendet. Was hat sich geändert? Wir müssen Modelle entwickeln, um diese komplexen Systeme, digitalen Systeme beherrschen zu können, damit wir eben auch sagen können, was sind wirklich die garantierten Eigenschaften von sich verändernden Systemen. Das war der erste Vortrag. Und verfolgen natürlich jeweils ihre eigenen Ziele. Für das Gesamtsystem gibt es aber auch ein Ziel. Wir müssen wissen, was wir mit den Big Data, mit den künstlichen Intelligenzsystemen leisten können, die Chancen, wie funktionieren sie. Aber wir müssen auch wirklich ein waches Auge darauf haben, wo sind noch die Grenzen, wie können wir sie beherrschen und wo müssen wir noch viel tun. Das ist der zweite Vortrag gewesen. Dass ich gar nicht immer personenbezogene Daten brauche. Ich brauche Daten, aber sie müssen nicht unbedingt personenbezogen sein. Und erstaunlicherweise geht das. Das heißt, wenn Sie diese Daten preisgeben und keine Schutzmechanismen haben, kann man über viele Monate und Jahre hinweg genau ablesen, welche Krankheiten Sie eigentlich haben. Und der dritte Vortrag, es geht immer ganz stark um Daten, um die Verlässlichkeit dieser Systeme. Und da sind wir sofort bei der Frage der Daten- und Informationssicherheit. Wie können wir uns davor schützen, dass unsere Funktionalität, die Funktionalität der Systeme infrage gestellt wird, dass wir geschickt manipuliert werden? Für diejenigen, die wissen, was mit Dimensionen wissen, die Planck-Konstante hat eine Dimension, da steht Kilogramm, Meter und Sekunde. Und wenn wir diese festlegen, die Größe, müssen wir Kilogramm so drum kümmern, dass es diesen Wert ergibt. Und das wird passieren. Es ist schon immer wichtig, auch Leute anzusprechen. Und wie ich sehe, ist die Öffentlichkeit sehr interessiert. Und wenn ich junge Leute sehe in einer Veranstaltung, dann sage ich, das ist eine gute Veranstaltung. Insofern ist auch diese Veranstaltung attraktiv.
Dadurch, dass wir den Nobelpreisträger Herrn von Klitzing, den ich gut kenne, gewinnen konnten über ein wirklich tolles Thema, über das Urkilo, das jetzt ersetzt wird, zu sprechen, in auch einer lockeren und zum Teil sogar humoristischen Art. Ich glaube, das kam sehr gut an und das gepaart mit dem Ballett, was ja vorzüglich ist hier im Saarland, das war doch ein kulturelles Aushängeschild. Genauso wie unsere zweite Veranstaltung, wo wir mal einen Schnelldurchgang durch die Musikgeschichte vom Mittelalter bis zum Rap gemacht haben. Auch das kam hervorragend an, weil das für jüngere Leute ansprechend war, aber auch für die, die Klassik lieben. Wir haben einen ersten Vortrag aus dem Bereich der Astrophysik, in dem große Datenmengen bearbeitet werden und gezeigt wird, wie man aus großen Datenmengen signifikante experimentelle und damit physikalische Informationen gewinnt. Nun ist für uns glücklicherweise die Lichtgeschwindigkeit endlich. Es sorgt nämlich dafür, dass der Blick in die Tiefen des Kosmos immer auch ein Blick in die Vergangenheit ist. Die beiden anderen Vorträge beschäftigen sich mit der Zukunft des Gebiets, nämlich mit neuen Methoden, wie man rechnen kann, wie man Daten verarbeitet, nämlich in Quantencomputern. Das eine ist, der Zustand gibt Ihnen an, alles, was Sie über das System wissen können. Er sagt Ihnen die Wahrscheinlichkeiten für Messergebnisse. Er kann Ihnen aber nicht die Messergebnisse vorhersagen, auch wenn Sie alles wissen, was Sie wissen dürfen. Der dritte Vortrag beschäftigt sich dann mit konkreten Implementierungen mithilfe von Ionenfallen, von einzelnen Elementen, die in Quantencomputern relevant sind. Ich möchte eingehen auf ein paar Dinge, die wir benötigen, um diese Quantencomputer zu bauen. Das sind Quantenbits, Quantenregister und Quantengatter. Und Ihnen zwei Dinge heute mitteilen, die Sie bitte mitnehmen aus dem Vortrag, nämlich die Begriffe der Überlagerung und der Verschränkung. Das, was wir heute zusammenfassen unter der seltsamen Quantenwelt oder dem seltsamen Verhalten der Quantenwelt. Also wir haben auch hier im Saarland ja die einmalige Situation, dass wir eine Campus-Universität haben und haben entlang dieser Technologiestraße, Stulzatzen-Hausweg, haben wir 6 verschiedene Institute, haben dort Laborführungen gemacht und die haben enormen Zuspruch gehabt, zum Teil 150 Personen, eigentlich viel mehr als wir gedacht haben. Ja, die Labortouren dienen dazu vielen Teilnehmern der Konferenzen und es sind ja nicht nur Experten, die selbst in Laboren arbeiten, wirklich mal die Arbeit vor Ort zu zeigen. Es geht zum Beispiel darum, ein Fraunhofer-Institut mal von innen zu zeigen, in dem es eine Menge Hardware gibt, als Kontrast dazu vielleicht das Helmholtz-Institut für Infektionsforschung mal zu zeigen, in dem es natürlich sehr viel biochemische Arbeiten gibt oder auch die Informatik-Institute, sodass man einfach mal sehen kann, wie arbeiten die Experten wirklich vor Ort. Ja, einmal ist, glaube ich, völlig klar, dass es für Schüler insbesondere eine Motivation gibt. Die wollen einfach mal sehen, wie sieht es aus in einem solchen Labor. Ist das vielleicht eine Arbeit, die mich interessieren würde? Das ist ja eine unserer Stoßrichtungen, auch mit eben Schüler zu begeistern. Aber ich könnte mir vorstellen, oder habe auch Anhaltspunkte dafür, wenn ich jetzt beispielsweise Mediziner bin, dann möchte ich schon mal sehen, wie geht es in einem solchen Informatikinstitut zu. Einfach, weil das eine andere Welt ist, das heißt disziplinenübergreifend. Im ersten Vortrag geht es darum, den genetischen Code von Bakterien zu analysieren, denn die Bakterien produzieren selbst Antibiotika, um sich sozusagen vor den Konkurrenten zu schützen. Und er analysiert diesen Bakteriencode, um neue Antibiotika zu gewinnen. Verkomplizierend kommt jetzt noch hinzu, dass die Bakterien auch Methoden entwickelt haben, um Toxine wieder loszuwerden. Das heißt, die haben Exportstrukturen, sogenannte Pumpen, die die Substanzen auch aus der Zelle wieder herauswerfen. Im zweiten Vortrag geht es darum, die Dynamik des genetischen Codes zu analysieren, quasi die Metadaten, die zwischen den kodierenden Sequenzen stecken. Und er beschreibt die Dynamik der Genexpression, wie entwickeln sich Krankheiten, warum entwickeln sie sich so, wo steht die Information. Zellen sind sehr verschieden, weil sie verschiedene Funktionen haben. Und diese Funktion wird bestimmt dadurch, welche Gene ein- und ausgeschaltet sind.
Um die Therapie geht es auch im dritten Vortrag. Welcher Patient ist aufgrund seiner Genetik, aufgrund seines genetischen Codes prädisponiert, auf ein Medikament positiv zu reagieren? Und wenn ich das weiß, setze ich natürlich das Medikament nur bei diesen Patienten ein. Aber auch, welcher Patient hat aufgrund seiner Genetik, seines genetischen Codes, ein hohes Risiko, Medikamentennebenwirkungen zu entwickeln. Genetik hat was mit Stabilität zu tun. Und deswegen ist das Argument natürlich wichtig, dass es viele Einflüsse gibt, die ein Gen, Expression, ein Enzym, eine Enzymfunktion beeinflussen können und dass das nicht nur die genetische Variante ist. Die großen Vorträge sind ja recht frontal mit renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Da bleibt manchmal wenig Zeit für Fragen. Und wir hatten uns gedacht, lass uns doch die Mittagszeit nutzen, um mit den Expertinnen und Experten ins Gespräch zu bringen. Kleineres, dialogorientiertes Format. Wir gehen dann in einen anderen Raum. 60 Leutchen nehmen da teil, ohne Mikrofon, ohne PowerPoint, vielleicht mit Anschauungsgegenständen. Und da werden wir auf Grundlage kurzer Impulse von jeweils 10 Minuten verschiedene Perspektiven für ein Thema diskutieren. Ich glaube, der Bedarf wird immer größer, über solche Themen zu reden, sich dort informieren zu können, auch kritisch nachfragen zu können und möglichst dicht an das heranzukommen, wo solches Wissen generiert wird. Und die Fragen von Wissenschaftlern, auch die möglichen Antworten, aber auch die ganzen Unsicherheiten, die man als Wissenschaftler hat, wahrzunehmen und sich in diesen Diskussionsprozess mit einbringen zu können. Wir können kleinere oder größere Fehler oder Probleme in den Organen vielleicht lösen, aber wir können nicht ganze Gliedmaßen regenerieren, wie das viele Salamander und andere Amphibien können. Und deswegen ist Regenerationsbiologie ein ganz spannendes Thema, das in den letzten Jahren aufgrund der Digitalisierung enorme Durchbrüche erlebt hatten. Deswegen wissen wir jetzt ungefähr zumindest, wie solche Beine, Gliedmaßen von den Salamandern neu generiert werden können, weil Eli Tanaka mit ihrer Arbeitsgruppe da bahnbrechende Erfolge erzielt hat. Der zweite Punkt war für mich ein persönliches Anliegen, gerade in der sogenannten taxonomischen Forschung, also in der Forschung, wo es darum geht, Pflanzenarten, Tierarten zu benennen, gibt es ganz neue Chancen, neue Möglichkeiten. Ein berühmtes Beispiel dafür ist Barcoding. Dieses Barcoding wird jetzt mit großem Erfolg eingesetzt, einen Überblick von Verteilung von Arten zu bekommen. Jede einzelne Sequenz ist mit einem Tier in einer Sammlung verbunden und ist von einem Taxonomen benannt worden. Diese Aktivität des Barcodens in den letzten 10, 15 Jahren hat zu einem wahnsinnigen Anwachsen der Sammlungen geführt. In den nächsten 25 Jahren kann es über die Sachen, die ich eben gesagt habe, Genomik, Informatik und Mitmachen, vielleicht die Möglichkeit geben, komplette Information für alle zu schaffen. Das zeigt auch, dass eigentlich die Chancen, die mit dieser Digitalisierung verbunden sind, noch lange nicht ausgereizt sind, sondern in vieler Hinsicht wir da erst am Anfang stehen. Und das als Zwischenbericht zu zeigen, hilft sicher auch zu verstehen, dass Digitalisierung nicht nur zum Teil auch Grenzen aufzeigt oder Probleme bereitet, sondern auch Chancen bietet, bei denen alle teilhaben können. Ich persönlich war jetzt gestern sehr angetan davon, dass wir sehr viele Schüler dabei haben, 250 Schüler, wo wir Studienberatung gemacht haben und wo ich ein extremes Interesse halt gesehen habe an den MINT-Fächern insgesamt. Das war für mich eigentlich mit die beste Veranstaltung jetzt hier bei der GDNR-Versammlung, weil man dort mit jungen Leuten so richtig spürte, was die vorhaben und was die auch leisten können. Wissenschaft in 5 Minuten mit unseren Schülern. Und da wollen wir jetzt zur Preisverleihung kommen. Wir hatten Schüler und Jugendforschteilnehmer aufgerufen, ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse oder ein wissenschaftliches Thema in 5 bis 8 Minuten zu präsentieren und das so allgemeinverständlich wie möglich. Wir haben hier 4 junge Männer, denen ist das ganz hervorragend gelungen. Ja, es geht ja um die Digitalisierung der Chemie von Strukturen zu Prozessen und demnach haben wir 3 ganz verschiedene Projekte uns ausgesucht halt für diese Sitzung. Zum einen Quantenchemie, wo es darum geht, halt Moleküle, deren Eigenschaften, deren Reaktionen möglichst genau zu berechnen. Dass der Rechenaufwand für diese genauen quantenchemischen Rechnungen ist extrem hoch und skaliert extrem unvorteilhaft mit der Molekülgröße. Das zweite Thema betrifft dann die experimentelle Chemie in einem industriellen Umfeld, wo es jetzt seit einigen Jahren möglich ist, Hochdurchsatzexperimente durchzuführen und mit Informatikmaßnahmen vollständig zu integrieren, sodass man in der sogenannten Industrie 4.0
jetzt Katalysatorentwicklung und andere Entwicklungen in der Chemie sehr viel effizienter vorantreiben kann als bisher. Der Kern dessen, warum uns Digitalisierung und Industrie 4.0 interessiert, ist, dass Materialentwicklung in der chemischen Industrie, die sich mit Prozessen und Materialien beschäftigt, a. sehr teuer und b. sehr langwierig sind. Es gab drei Dimensionen, drei Raumdimensionen, eine Zeitdimension, vier Dimensionen. Vier Dimensionen ist nicht Hochdimension. Ja. 100.000 Dimensionen, 20.000 hat Ihnen Herr Rajewski angeboten, ja, das ist hochdimensional. Ja, also ich fand die Veranstaltung hervorragend. Ich bin selbst sehr breit interessiert. Es gibt kaum was, was mich nicht interessiert. Und so haben auch alle Vorträge, die hier stattgefunden haben, mich interessiert. Und ich bin der Meinung, dass das Ziel der GDNE, auf das Bildungsbürgertum zuzutreten, ein ganz hehres und wichtiges Ziel ist. Und kann das nur voll unterstützen. Wir hatten hier einen Rekord an Schülern, immerhin über 250 Schüler. Das war also ein Rekord. Und das sind ja alles Spitzenschüler, die wir handverlesen hier hergeführt haben aus ganz Deutschland. Und das hat mich am meisten eigentlich bei der Sache auch befriedigt. Denn das ist ja unsere Zukunft. Das sind die sozusagen Führungskräfte und Nachwuchs in der Forschung der Zukunft, weil die aus Eigenmotivation hier ihr ganzes Wochenende verbracht haben und auch wirklich sich sehr engagiert haben.